Ja, vielen Dank. Vorlaufende Gnade. Es gab schon Applaus. Ich habe noch gar nichts gemacht. Genau, ja, ich bin auch schon sehr gesegnet worden hier. Freitagabend und Samstag. Hier ist eine ganz, ganz tolle Atmosphäre in dieser Gemeinde. Hier ist viel Wärme, hier ist viel Liebe, hier ist viel Freiheit. Das ist sehr, sehr schön. Und jetzt lerne ich heute noch mal mehr Leute hier kennen. Genau, ich soll ein paar Worte zu mir persönlich sagen. Ich bin ein 62er, das heißt, ich bin 62 geboren und ich werde in diesem Jahr noch 62 Jahre alt. In diesem Jahr ganz einfach, das auszurechnen. Ich bin seit 35 Jahren verheiratet. Wir haben 4 erwachsene Kinder und 3 Enkelkinder. Das ist was Schönes. Das ist großartig. Also, wenn ich mal Kämpfe habe oder traurig bin, ich brauche nur auf meine Familie schauen und schon bin ich sehr erbaut. Alle gehen mit Jesus. Ein Sohn ist Pastor. Meine Tochter wird Pastorin. Und da ist so viel Tolles. Ja, gesunde Kinder, gesunde Enkelkinder. So viel Gnade auf meinem Leben. Genau. Sonst würde ich mal sagen, vielleicht beim Kaffee könnt ihr mich fragen, wenn ihr mehr wissen wollt. Ich möchte gerne mit euch ins Wort Gottes schauen. Matthäus 28. Machet zu Jüngern. Klingt jetzt nicht so überraschend. Reißt einen noch nicht vom Hocker. Matthäus 28, die Verse 16 bis 20. Passt ganz gut auch so ins Kirchenjahr, dieser Text. Wir kommen von Ostern, Himmelfahrt kommt noch und Pfingsten auch. Und hier ist das auch verortet, Matthäus 28. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich anbetend vor ihm nieder. Etliche aber zweifelten. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Was für eine Begebenheit. Ich wäre gern dabei gewesen. Ich finde es erstaunlich, wie ehrlich und offen die Bibel ist. Es wird nicht verschwiegen, dass etliche zweifelten. Ich weiß nicht genau, wie man das in dem Moment hinkriegt, zu zweifeln. Da ist der Auferstandene. Aber was ich trotzdem so genial finde, ist, dass die Bibel einfach so schonungslos offen und ehrlich ist. Ich sage manchmal, Gemeinde, meine Gemeinde, echte Menschen, echte Probleme, echter Jesus. Das Schöne ist, dass wir als Gemeinde gar nicht in Konkurrenz stehen zu irgendwelchen Events und Veranstaltungen, wo es um Professionalität geht, um Perfektionismus. Ich genieße es auch, wenn es so professionell ist, wie hier der Lobpreis und ich mag auch Technik und so, wenn es hilft, aber das, was uns ausmacht, ist, dass wir echte Menschen sind, wir haben echte Probleme und einen echten Jesus, der uns hilft, die Probleme zu lösen. Und das ist genau, was diese Welt braucht. Diese Welt braucht keine Show. Davon haben sie genug. Das können sie auch alles selber. Wir brauchen echte Menschen, ehrliche Menschen. Wir dürfen unsere Probleme sagen. Und dann kommt Jesus, der ganz echt ist und der uns ganz echt hilft. Und das ist, was unser Land braucht. Wenn ich an Deutschland denke, in der Nacht bin ich um den Schlaf gebracht. Weiß jemand gerade noch mal, wer hat das gesagt oder geschrieben? Ich weiß es selber auch gerade nicht. Aber ich muss oft an diesen Satz denken. Es war irgendein schlauer Mann, Politiker oder Philosoph in Deutschland. Wenn ich an Deutschland denke, in der Nacht bin ich um den Schlaf gebracht. Und das, was wir im Moment erleben, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, kann man auch sagen, wenn ich an diese Welt denke, bin ich um den Schlaf gebracht.
Und deswegen brauchen wir den echten Jesus. Und viele von uns, gerade gläubige Menschen, wir sind erschüttert von den Entwicklungen. Auf einmal wieder so viel Kriege, so viel Menschen, die leiden, furchtbar leiden. Dann diese ganze Verwirrung und Verdrehung von Gottes Geboten und Ordnungen. Was Kindern schon im Kindergarten oder dann eben erst recht in der Schule beigebracht wird. Also da ist viel Gutes, aber da gibt es auch ganz Furchtbares, wo man sich schüttelt und denkt, wie kann das nur wahr sein? Die Bibel beschreibt das, der Prophet Jesaja hat es schon gesagt, Finsternis bedeckt die Erde. Finsternis bedeckt die Erde. Und Finsternis ist was anderes als Dunkelheit. Ja, Dunkelheit ist okay, nachts ist dunkel, das ist okay, hat Gott so gemacht. Finsternis hat was mit dem Bösen zu tun. Finsternis bedeckt die Erde, aber Jesus konnte nicht im Grab bleiben. Das haben wir gerade gefeiert. Und wir dürfen jeden Tag Ostern feiern. Dieser Jesus, ganz echte Jesus, der echte Jesus, der Sohn Gottes und der Mensch, Jesus, voller Mitgefühl, ganz nah bei den Menschen. Er war hier, er hat gelitten, er kann mitfühlen mit uns, heißt es. Er weiß, wie du dich fühlst. Kannst du dir das vorstellen? Ich glaube, es ist für manche wichtig hier heute. Jesus weiß, wie du dich fühlst und er kennt solche Gefühle. Er kennt Gefühle von Druck. Er hat sogar Angst erlebt. Und er war hier und er versteht uns. Und dieser Jesus hat einen kosmischen Kampf gekämpft. Sowohl religiöse Menschen als auch politische Machthaber haben sich gegen ihn gestellt. Finsternis bedeckte die Erde, so massiv. So ein Kampf. Jesus hat so gekämpft. Er hat so viel Druck erlebt, dass dieser Kampf sich körperlich darin äußerte, dass er Blut geschwitzt hat. Das war bis am Anschlag. Und ich bin so dankbar, dass Jesus durchgezogen hat. Er hätte alles Recht der Welt gehabt, zu sagen, es reicht. Es ist zu schwer. Ich mag nicht mehr. Vater, hol mich. Und es wäre passiert. Jesus hat nicht irgendwo einen Preis bezahlt, den er für sich brauchte. Er hat einen Preis bezahlt für uns. Und er hat durchgezogen. Es war ein kosmischer Kampf. Es war ein Kampf komplett in seinem Körper. Es war ein Kampf in seinem Geist. Es gab Menschen, die waren seine Feinde. Religiöse und andere Machthaber haben sich gegen ihn gestellt, angestachelt von dem Reich der Finsternis. Seine besten Freunde, könnt ihr eine Stunde mit mir beten? Eingeschlafen? Aber Jesus hat durchgezogen. Warum hat er durchgezogen? Wie kann man das durchziehen? Wie kann man da durchgehen? Jesus hatte eine Vision. Jesus hat etwas gesehen im Geist. Und er wusste, okay, er selbst könnte sagen, ich will nicht mehr, das war's. Aber er hatte eine Vision. Und weißt du, was diese Vision war? Weißt du, wer das war? Das warst du. Seine Vision warst du. Seine Vision war ich. Er hat gesagt, ich will euch. Und ich will, dass diese Finsternis, die auf euch liegt, durchstoßen wird. Ich will es durchbrechen. Und der ursprüngliche Plan, als die Dreieinigkeit sagte, lasst uns Menschen machen. Dieser ursprüngliche Plan, wir drei, das ist schon genial, aber wir wollen eine große Familie haben. Deswegen schaffen wir Menschen. Dieser Plan wurde attackiert, aber dieser Plan hat sich wieder trotzdem erfüllt und wird sich erfüllen und der Himmel wird gerade bevölkert, wurde schon bevölkert und wird weiter bevölkert mit dir und mit mir. Und Jesus hat gesagt, diese Vision habe ich und deswegen kämpfe ich durch bis zum Schluss. Die Freude, die vor ihm lag, sagt der Hebräerbrief. Die Freude, die vor ihm lag.
Wisst du, wenn du einen harten Kampf hast, du brauchst eine Vision, du brauchst ein Ziel. Freu dich auf das gute Ziel und das gibt dir Kraft. Es war genauso bei Jesus. Das Leiden war schlimm, er hat nicht das Leiden geliebt, aber er wusste, es ist notwendig. Der Preis muss bezahlt werden. Und dann ist der Durchbruch da. Und an Ostern, was geschah an Ostern, war nicht weniger als eine neue Schöpfung. Eine neue Schöpfung. So Gott hat Himmel und Erde geschaffen. Ich denke, die allermeisten kennen diese Texte aus dem Anfang der Bibel. Und Gott sprach und es wurde. Und als Jesus den Tod besiegt hat, die Macht der Sünde zerbrochen hat, alles auf sich genommen hat, am Kreuz starb und am dritten Tage auferstand, hat er eine neue Schöpfung gestartet. Und diese neue Schöpfung ist schon da. Wisst ihr das? Ist schon da. Ist hier. Weil Jesus hier ist. Und alle, die ihr Leben Jesus gegeben haben und heute hier sind, du bist eine neue Schöpfung. Du bist eine neue Kreatur. Du bist schon in der neuen Schöpfung. Und diese Schöpfung ist die, die bleibt. Und das ist die Sicht, die wir brauchen. So viel Chaos, so viel Verwirrung in unserem Land und irgendwie auch auf der ganzen Welt. So viel Widerstand, so viel Merkwürdiges, so vieles, was unfassbar ist, was passiert an falschen Gedanken, falschen Umgang mit Menschen. Panikmache, Angststörungen, psychische Störungen, alles nimmt irgendwie zu, aber Jesus ist hier. Er ist hier im Heiligen Geist und er möchte dir heute sagen, freu dich an der neuen Schöpfung und er möchte jeden einladen, der hier heute ist und sagt, da habe ich keine Gewissheit drüber, das weiß ich gar nicht, wo bin ich da in diesem Ganzen? Und Jesus lädt dich heute Morgen ein und sagt, komm, komm, auch du bist meine Vision. Auch du bist die Person, die ich gesehen habe und die ich hineinlieben will in mein Reich, in die neue Schöpfung, in die wunderbare Ewigkeit. Komm, fasse irgendwie Vertrauen, egal was du alles gehört hast, egal welche komischen Christen du erlebt hast, und davon gibt es auch einige. Aber vertraue Jesus, der gesagt hat, du bist meine Vision, ich will dich reinlieben in mein Reich, dass du eine neue Schöpfung wirst, schon jetzt, hier und heute, dass die Ängste kleiner werden, dass du geheilt wirst, dass du beziehungsfähig wirst, dass du das überwinden kannst, was dein Leben so schwer macht, das ist schon heute möglich. Und wir haben es eben gesungen, die Sehnsucht, komm wieder, Jesus. Und dann wird's perfekt übrigens, ihr Lieben. Dann wird's perfekt. So, das letzte Wort. Let's go home. Ja, bleib noch hier, oder? Ja. Ich weiß nicht, ob du jetzt so Entrückung gerade eingeläutet hast. Aber gut, wenn sein soll, ich gönn's dir. Paulus hat gesagt, sterben ist mein Gewinn. Da hat er nicht ein Bestattungsinstitut gegründet, sondern hat er gesagt, sterben ist mein Gewinn. So, ich weiß nicht, wie es dir geht. Manche sagen, ich will 100 Jahre alt werden. Ich sage, Herr, wenn du unbedingt willst, meinetwegen. Aber ich möchte nicht 100 Jahre alt werden. Ich möchte zu dir. Und keine Sorgen für alle Psychologen, die hier sind. Ich bin nicht suizidal. Das ist nicht der Punkt. Aber ich freue mich so auf den Himmel. Und hier bin ich noch, solange der Herr will und ich ihm dienen darf. Jesus hat eine neue Schöpfung gestartet und diese neue Schöpfung ist untrennbar mit ihm, mit seinem Namen verbunden. Er ist der Start der neuen Schöpfung. Wir haben es gerade gelesen. Es hat angefangen an Ostern. Das Grab konnte ihn nicht halten. Die Finsternis konnte ihn nicht halten. Die Soldaten, die ihn bewachen sollten, konnten ihn nicht halten. Niemand kann ihn halten. Niemand kann ihn halten. Und deswegen habe ich Hoffnung. Auch für unser Land und für diese Welt. Das letzte Wort hat Gott. Das letzte Wort hat Gott. Und wir lesen in der Bibel, wie das Ende sein wird. Und das ist ein Happy End. Happy End hat nicht Hollywood erfunden, Happy End ist in der Bibel.
Gott hat Happy End erfunden. Es wird gut am Ende. Keine Schmerzen mehr. Yes. Kein Geschrei mehr. Yes. Alles wird so, so gut. Aber was auch wahr ist, okay, okay. Kein Geschrei mehr. So, es wird alles so, so gut. Und jetzt sind wir aber auch noch im Kampf. Und das ist irgendwie ein bisschen tricky. Wieso sind wir noch im Kampf? Jesus hat doch gewonnen. Er hat schon gesiegt. Wir haben es gesungen. Es ist vollbracht. Ja, was ist das Problem? Es ist so ein ähnliches Problem wie am Ende vom Zweiten Weltkrieg. Es gab den Zeitpunkt, da war klar, dass Deutschland den Krieg verloren hat. Hitler hat den Krieg verloren. Das war klar. Das war keine Frage mehr. Aber es gab noch Gebiete, da war die Nachricht nicht hingekommen. Und die Leute haben gedacht, sie sind noch im Krieg, sie sind noch im Kampf und hoffentlich, und wie wird's ausgehen? Wir wissen, wie es ausgegangen ist. Aber noch wissen es nicht alle. Und noch wird der Finsternis erlaubt und den Lügen erlaubt, Raum zu haben in den Herzen der Menschen. Weil sie die Wahrheit nicht kennen. Und weil sie noch den falschen Herrn nachlaufen. Vielleicht auch sich selbst nachlaufen. In einer falsch verstandenen Freiheit. Ich bin so frei, ich brauche niemanden. Ja, viel Spaß. Das wird nicht gut enden. Die größtmögliche Freiheit ist die Freiheit, Ja zu Gott zu sagen und sich ihm unterzuordnen. Das ist die größtmögliche Freiheit, die es gibt. Und das ist eine herrliche Freiheit, die es gibt. Ist eine schöne Freiheit. Manche sagen, oh, wenn ich Christ wäre, dann gibt es lauter Gebote, die ich halten muss. Sorry, du hast das nicht verstanden. Es gibt sehr gute Leitplanken, die Gott uns gibt. Er möchte nicht, dass wir in den Graben fahren, wo man parken soll. Seine Gebote sind Leitplanken fürs Leben. Gott ist nicht kleinlich. Gott unterdrückt uns nicht. Wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Das ist die größtmögliche Freiheit, die es gibt. Komm zu Jesus, der sein Leben gab, der den Kampf durchgekämpft hat und der Sieg steht fest. So, wenn ich an Deutschland denke, dann denke ich eben nicht nur, dass ich um den Schlaf gebracht bin, sondern dann denke ich an Orte wie diesen hier. Ich bin sehr begeistert, sehr berührt von eurer Gemeinde, Freitagabend, Samstag. Hier ist die Gegenwart Gottes. Ja. Und während wir eben in der Anbetung waren, wurde ich erinnert an etwas, was ich die letzte Zeit so immer wieder mal auch höre. Echte Leute, echte Probleme, echter Jesus. Ich glaube, dass noch eine Zeit kommt, wo wir wunderbares Gemeindewachstum erleben werden. Es heißt nicht, dass alles easy wird hier. Ich glaube, die Sache spitzt sich noch zu. Das Verdrehte und Verwirrte und Verworrene, das wird nicht auf einmal alles aufhören und wir haben hier Paradies auf Erden. Das glaube ich nicht. Ich glaube, wir müssen uns noch rüsten, dass wir noch im Kampf sind. Aber ich glaube, dass diese Widerstände manchmal religiöser Art, ich habe irgendwie gehört, in Pforzheim irgendwo einen Raum mieten oder ein Gebäude mieten oder bauen für religiöse Zwecke ist gerade schwierig. Was ist das? Es ist schwierig in Deutschland ein Gemeindehaus zu bauen für Christen, dass sie Gottesdienst feiern können? Strange, oder? Eigentlich absurd. Ich meine, ich habe ein bisschen auch über die Hintergründe gehört, da kann man sich so gedanklich reinbegeben, aber ich glaube, so wenig wie Jesus vom Grab festgehalten werden konnte, so wenig kann das festgehalten werden von der Finsternis in unserem Land, was Gott will. Die konnten ihn nicht halten. Die konnten ihn nicht halten. Die Religiösen, die später noch sich viel ausgedacht haben und die irdischen Machthaber, die konnten das nicht halten, die haben noch die Lügen verbreitet. Ach, den Jesus, den haben sie gestohlen, den Leichnam und so weiter. Das lesen wir auch sogar, in der Bibel steht es drin und so. Hat alles nichts gebracht. Hat alles nichts gebracht. So, Gott hat seinen Plan und er wird Türen öffnen, so wie er das Grab geöffnet hat. Es werden sich Türen öffnen für Gemeindehäuser, für Gemeindegründungen. Ich sage nicht, dass alles easy wird, aber wir glauben an den, der auferstanden ist. Und er hat einen Weg, er hat einen Plan. Und wie auch immer, wir beten und auf einmal, zack,
Oh, auf einmal geht's. Warum geht's auf einmal? Weil Jesus auferstanden ist. Weil er kann und weil er will und weil er wird. Er wird segnen, er wird helfen. Auch denen, die zweifeln. Ist es nicht wunderbar? Vielleicht bist du heute hier und in deinen Gedanken hast du Zweifel. Vielleicht bist du heute hier, hast die Anbetung, den Lobpreis erlebt und du denkst, komisch, wie geht das? Was ist da bei den anderen los? Sei ehrlich, sei echt. Echte Menschen, echte Probleme, aber echter Jesus. Und Jesus wird dir begegnen, da wo du stehst. Jesus segnet immer echte Menschen. Du musst kein Spiel spielen. Wenn du ein Fake bist von dir, kannst du nicht gesegnet werden. Weil Gott segnet nicht Fake. Gott segnet die Realität. Und er verändert sie und verwandelt sie. Er macht das Licht an. Lassen wir uns ganz ehrlich sein. Ganz, ganz ehrlich sein. Ist doch so faszinierend, dass das da steht. Etliche aber zweifelten. Aber dann sind sie Jesus begegnet. Und der echte Jesus nimmt die echten Probleme weg. Und er lässt uns zu echten Menschen werden, die nicht hier über die Erde laufen und ich habe kein Problem, alles cool, ich bin der Beste, oh, ich habe Jesus, alles ist bestens. Wisst ihr, das ist nicht so. Christen haben auch Probleme und Herausforderungen. Das müssen wir ganz ehrlich sein. Warum? Weil wenn wir so authentisch sind, dann sind wir die beste Einladung für die Menschen, für unsere Mitmenschen. Die Mitmenschen von uns, die brauchen keine Leute, die nur rumlaufen und sagen, ich habe keine Probleme. Menschen haben Probleme, auch Christen haben Probleme. Aber der Unterschied ist, wir kennen Jesus. Und dann erleben wir, wie Jesus unsere Probleme löst. Und dann laden wir Menschen ein, lernen diesen Jesus kennen. Ist doch cool, oder? Ist doch so entspannt auch. Wir sind doch nicht die, die alle Probleme lösen. Wir sind doch nicht die, die immer rumlaufen, von Sieg zu Sieg, von Höhe zu Höhe. Und wenn ich schon wanderte im finsteren Tal, ich meine, nehmen wir mal nur das Beispiel. Auch gläubige Leute müssen mal durchs finstere Tal. So ist das Leben. Und wenn sie durchgegangen sind und haben Gott erlebt, was haben sie zu berichten? Ganz ehrlich, ganz echt. Damit Jesus aufstrahlt. Unser Land braucht Jesus. Unser Land braucht Orte wie diesen. Ich war zu Tränen gerührt, gerade auch hier wieder im Lobpreis. Ich denke, wow, echte Menschen. Und echter Jesus. Und ich glaube, dass Gott noch mal richtig Gas gibt in unserem Land. Bei all dem Widerstand, es wird mehr Orte wie diese geben. Wir haben eigentlich einen Auftrag. Wir haben eigentlich einen Befehl. Und so heißt ja heute auch die Predigt. Und es ist ja interessant, weil das waren die letzten Worte von Jesus. Und wir wissen, letzte Worte, das sind immer wichtige Worte. Okay? Da sagt man nicht so, naja, wie wird morgen das Wetter oder so. Nee, das ist immer dann wichtig. Und Jesus hat eigentlich einen Auftrag gegeben hier. Also das ist der Kern. Der Kern ist, machet zu Jüngern. Das ist der Auftrag. Und das andere ist eine Erklärung, wie das geht. Also führt sie dahin, dass sie mich kennenlernen, dann lehrt sie, dass sie sich taufen lassen, dann lehrt sie weiter, dass sie die Worte Jesu kennen und dass sie auch lernen, diese Worte zu leben. Das war für mich mein Aha-Erlebnis, als ich junger Pastor war. Da habe ich dann gepredigt und gelehrt und irgendwann habe ich gedacht, ja, eigentlich, ich habe eigentlich das Wichtige, habe ich doch alles gelehrt. So bin ich jetzt fertig oder was? Und dann habe ich entdeckt, oh, da steht ja, lehrt sie, bis sie es leben. Okay, da habe ich genug zu tun. Wir müssen das Wort Gottes lehren, so lange, bis wir es leben. Das ist das Ziel. Und wenn wir das Wort Gottes leben, das bedeutet wirklich, ein Jünger Jesu zu sein. Ich weiß nicht, wie du dich hier heute definierst, was du bist. Vielleicht bist du Gast. Und es ist ganz okay. Vielleicht sagst du, ich bin Christ. Vielleicht bist du ein Gottesdienstbesucher. Interessanterweise hat Jesus einen Befehl gegeben und der lautet, mache zu Jüngern. So, was ist ein Jünger? Kann ich mal reinfragen, habt ihr eine gute Definition? Das versteht ja nicht jeder, oder? Ein Jünger, was ist ein Jünger? In erster Linie zu sein. In erster Linie zu sein. Okay, ist auch ein Teil davon, ja? Ein Lernender. Sehr gut.
Ein Nachfolger, sehr gut. Ja, genau. Das kann man dann schon ein bisschen besser verstehen für die, die vielleicht heute hier auch zum ersten Mal sind. Wir folgen Jesus nach. Wir lernen von Jesus. Wir sind Schüler von Jesus. Wir sind es gerne. Und das Ziel ist, von ihm zu lernen und dass sein Wort, wie wir heute schon gehört haben mit dem, mit den Samen, die da auf dem Weg gefallen sind, das Ziel ist, dass sein Wort auf guten Herzensboden fällt und dass sein Wort uns transformiert, dass sein Wort uns verwandelt, dass wir ganz echt immer mehr wie Jesus werden. Das ist das, was Jesus gesagt hat. Er hat nicht gesagt, sammelt viele Leute in Gottesdiensten, wobei das toll ist. Und ich liebe Gottesdienste und ich liebe große Gottesdienste und volle Gottesdienste. Nichts dagegen, ja? Nur unser Ziel ist nicht, viele Gottesdienstbesucher zu sammeln. Unser Ziel ist, dass Menschen Jünger Jesu werden. Das ist der Auftrag von Jesus. Das bedeutet, dass wir echt sind und dass wir Tiefgang haben und dass wir lernen, immer mehr wie Jesus zu werden. Und was ich so genial finde, ist, dass der Weg nicht der Weg der Gebote ist. Es gibt Gebote, ja, auch für uns im Neuen Bund, aber der Weg, ein Jünger Jesu zu werden, ist nicht gepflastert mit lauter Geboten. Du musst, du musst, du musst, du musst. Der Weg ist ganz anders mit Jesus. Die Bibel spricht von Verwandlung, von Transformation. Die Bibel spricht davon, ein Jünger Jesu zu werden, heißt verwandelt zu werden von innen, dass wir ganz echt sind, auch ganz echt sind in dem, was neu geworden ist. Es geht nicht darum, äußerlich Gebote zu halten. Es ist so ganz anders, seitdem Jesus von den Toten auferstanden ist. Jesus lebt in uns und er verwandelt uns. Es gibt in der Biologie den Begriff der Metamorphose. Haben einige vielleicht gerade noch Erinnerung, war doch mal was, im Biologieunterricht die Kaulquappe zum Frosch oder eben noch viel schöner, die Raupe zum Schmetterling. Herrlich, oder? Wir werden zum Schmetterling. Wir werden schön. Durch die Verwandlung. Wie passiert die Verwandlung? Wir schauen ihn an. Wir beten ihn an. Ich bin davon überzeugt, jeder, der eben von Herzen ganz echt Jesus angebetet hast, du hast gerade wieder einen kleinen Fortschritt gemacht in der Verwandlung. Wieder ein bisschen weniger Raupe, ein bisschen mehr Schmetterling. Schön, oder? Wir werden verwandelt durch das Wort Gottes in der Anbetung. Wenn wir das Wort wirklich verstoffwechseln, ja, wenn wir darüber nachsinnen und brüten, und das Wort in uns wirken lassen wie den guten Samen, der auf den guten Boden fällt, in einem Herzen, das Veränderung erlebt. Und wisst ihr, was so faszinierend daran ist? Das ist passiv. Wir werden verwandelt. Das ist passiv, oder? Haben wir Lehrer hier, bin ich richtig? Das ist passiv, oder? Wir werden verwandelt. Okay. Wir werden verwandelt. Also heiliger zu werden, mehr wie Jesus zu werden, ist passiv. Hä? Ein Jünger Jesu zu werden, das wird man und man ist passiv. Hä? Wie geht jetzt das? Ich dachte, ich muss das tun und das tun und das tun und das tun und das tun. Nun, wie hängt das zusammen? Ich will mal einen Vergleich nehmen. Was machst du, wenn du braun werden willst? Hier sind die 10 Gebote, um braun zu werden. Tu das, tu das, tu das, tu das. Ich meine jetzt gesund braun werden, nicht Creme drauf oder so. Und gesund, ich weiß, wäre jetzt auch wieder ein Riesenthema, Hautkrebs und so. Nehmen wir es mal, das lassen wir jetzt mal, da gehen wir mal nicht rein. Wir sagen einfach mal, ich möchte braun werden. Ich gehe in Italien in Urlaub. Genau, und dann, was machst du in Italien im Urlaub? Du liegst in der Sonne. Okay, wie wird man braun? Man liegt in der Sonne. Es ist passiv. Ich werde braun durch die Sonne. Ich werde wie Jesus durch den Heiligen Geist. Ich werde wie Jesus, wenn ich ihn anschaue. Wenn ich ihn studiere, wie sein Wesen ist.
Und dafür haben wir die Evangelien zum Beispiel. Wir können in den Evangelien quasi so mit Jesus mitgehen. Dafür ist es auch da. Wie ist Jesus mit Menschen umgegangen? Ich lasse mich prägen vom Wort Gottes, von den Evangelien. Wie ist Jesus mit Menschen umgegangen? So bist du mit Menschen umgegangen. Ich lerne von Jesus, ich bin ein Jünger Jesu. So will ich auch mit Menschen umgehen. Ich lege mich in die Sonne, ich bete ihn an, ich schaue ihn an. So, wenn du braun werden willst, ist es passiv, weil die Sonne macht dich braun. Aber wenn du sagst, okay, wenn es passiv ist, ist ja cool, dann passiert es ja einfach. Nee. Du musst dich auch in die Sonne reinlegen. Okay? Die ganze Zeit im Haus bist und sagst, naja, braun werden ist passiv, muss ich ja nichts machen, dann hast du es wieder falsch verstanden. Wir werden verwandelt, indem wir ihn anschauen. Wenn du braun werden willst, legst du dich in die Sonne. Wenn du mehr wie Jesus werden willst, setzt du dich dem Heiligen Geist aus. Er ist die Kraft, er verwandelt, aber wir setzen uns ihm aus, indem wir ihn anbeten, indem wir ihn ehren, indem wir seinem Wort unterwegs sind, indem wir Geschwister im Glauben haben. Die sehen manchmal so die Stellen, wo wir noch nicht schön sind. Da lag irgendwie so ein Blatt drauf, deswegen ist es nicht braun geworden. Und wir sehen das gar nicht. Wisst ihr das? Wir sehen uns alleine nicht komplett, wie es wirklich ist. Das denken wir oft, ne? Wir denken oft, ich kenne mich, ich weiß Bescheid. Aber die Bibel sagt, wir können uns selber betrügen. Habe ich lange nicht geglaubt, kann ich mir nicht vorstellen. Ich betrüge mich doch nicht selbst. Aber doch, es gibt Dinge, die erkennen wir nicht an uns. Da haben wir einen blinden Fleck, da haben wir einen toten Winkel. Das ist wirklich so. Aber Gott ist genial, der hat gesagt, die Stellen kriegen wir schön und dafür brauchst du die Schwester oder den Bruder. Die sehen das nämlich. Du hast es nur gar nicht gesehen, aber die sehen das, die Macke, die du hast. Und weil es die Glaubensgeschwister sind, geprägt von der Liebe Gottes, meinen die es gut mit dir. Die wollen dich nicht fertig machen. Aber die können dir was spiegeln, wenn du dafür offen bist. Lass dich doch verwandeln. Sei in einer Kleingruppe. Ich habe gehört, ihr habt Kleingruppen. Das ist so wunderbar. Hier sonntags zu sein, ist super. Aber ich sag dir, wenn du ein Jünger Jesu werden willst, reicht es nicht. Brauchst du eine Kleingruppe oder geh mal in Seelsorge oder was auch immer, weil du kannst dich komplett selber nicht sehen. Manche Ecken und Kanten nimmst du nicht wahr. Aber Gott will sie schön machen. Vertrau dich Menschen an, die es gut mit dir meinen, die mit dir beten, die dir mal was spiegeln dürfen, wie es ist. Und dann echte Menschen, echte Probleme, echter Jesus, echte Verwandlung. Das ist der Weg Gottes und das ist, was Deutschland braucht. Deutschland braucht echte Menschen, die sagen, Jesus hat mich verändert. Wir weisen auf ihn hin, auf Jesus. Wir bauen ja nicht was für unseren Namen, sondern wir bauen doch mit am Reiche Gottes. Und ich glaube, dass wir wirklich eine Zeit erleben werden, wo viele Menschen Jesus kennenlernen werden in unserem Land. Und wenn es noch so verworren gerade aussieht und noch so schwierig aussieht und die Jünger denken, wo ist Jesus? Und alles ist vorbei. Er ist gestorben. Alles ist vorbei. Petrus hat gesagt, ich gehe wieder fischen. Thomas hat gesagt, das glaube ich niemals. Das Grab konnte Jesus nicht halten. Jesus ist da, er ist auferstanden, er ist heute und jetzt hier. Er hat eine neue Schöpfung gestartet. Wir sind dabei, wir gehen mit ihm, wir lassen uns verwandeln durch ihn. Er hat uns so ein Versprechen gegeben, ich bin bei euch, immer wenn ihr jeden Tag eine Stunde betet. Nee, hat er nicht gesagt, oder? Ist das nicht genial? Er hat es versprochen, es ist wahr. Im Heiligen Geist ist er immer bei uns. Er ist immer bei uns. Ja, aber ich habe einen Fehler gemacht. Ja, dann ist er erst recht bei uns. Jesus nahm sich das Tuch des Sklaven. Er war mit seinen Jüngern unterwegs gewesen, sie kommen in ein Haus. Straßen waren staubig, man kriegte staubige Füße, war eben so, konntest du gar nicht ändern, war nicht so wie bei uns heute. Wenn man dann so in ein Haus kommt, dann muss man halt diese staubigen Füße sauber machen. Da war auch so ein Tuch an der Wand, das ist so für den Diener.
Und der Diener wischt dann die Füße sauber. Die Jünger sitzen da und Jesus ist da und sie sitzen da und denken sich so, ja, Füße waschen, das müssen wir jetzt machen. Wo ist denn der Diener, der das macht? Es wird immer kribbeliger und immer schwieriger. So, was sollen wir jetzt machen? Und Jesus nimmt das Tuch. Unfassbar. Der König der Könige. Der Herr aller Herren. Er nimmt das Tuch. Er nimmt das Tuch. Die Jünger sitzen da. Können es nicht fassen. Es ist ihr Rabbi, es ist ihr Herr. Sie folgen ihm, es ist ihr Meister. Das darf nicht sein. Nein, 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 niemals. Er kommt zu Petrus und will ihm die Füße waschen. Petrus kriegt es überhaupt nicht geregelt. Boah, nein, 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 das geht gar nicht. Und ich kann es verstehen. Ich hätte da auch Riesenprobleme gekriegt, wenn Jesus kommt und will mir die Füße waschen und er die Haltung des Dieners einnimmt. Aber wisst ihr, was die Wahrheit ist? Wir brauchen auch diesen Jesus. Und er hat zu vielen gesagt, auch hier im Raum, du bist schon rein, um des Wortes willen. Du hast schon das Vollbad genommen. Du bist getauft. Gott hat dich wiederhergestellt. Beziehung zu Gott, Heiliger Geist in dir. Aber manchmal muss er uns noch die Füße waschen. Manchmal gibt es da noch was. Das können wir kaum aushalten. Aber Jesus sagt, ich bin dein Diener, ich wasche dir die Füße. Ich verwandle dich. Ich mache dich zu meinem Jünger. Mehr und mehr und mehr. Ist da was, wo du den Dienst von Jesus brauchst? Ist da was? Brauchst du Jesus? Brauchst du etwas, wo du noch nicht verwandelt bist, wo du sagst, da habe ich noch echt Kämpfe? Dann ist Jesus heute hier. Und kannst du zulassen, dass er dir die Füße wäscht? Kannst du es zulassen? Wir brauchen Jesus. Und wenn wir Jesus erleben, dass er unser Leben neu macht, dann haben wir eine wunderbare Botschaft, zu der wir berufen sind. Macht andere Menschen zu Jüngern. Ladet sie ein. Ich habe Jesus erlebt. Er hat mir die Füße gewaschen. Ich habe Jesus erlebt. Er hat meine Ängste genommen. Ich habe Jesus erlebt, er hat meine Ehe geheilt. Ich habe Jesus erlebt, wir konnten Kinder kriegen und vorher konnten wir keine kriegen. Ich habe Jesus erlebt. Das ist, was unser Land braucht. Echte Menschen, echte Probleme, echter Jesus, der heute hier ist. Lassen wir uns verwandeln von ihm und gehen wir mutig voran, dass wir diese Botschaft weitergehen. Ich möchte noch auf die eine Folie kommen. Übrigens, ist das meine Zeit für die Predigt, die da läuft? Ich frag mal. Habt ihr richtig eingestellt, oder? Also ich bin Pfingstprediger. Ich kann auch lange predigen. Aber es ist nicht mein Ziel. Nein, ich will predigen, was dran ist heute. Und ich möchte diese Stelle noch mit euch teilen. Jesaja 53, eine Prophetie, Jahrhunderte vor Jesus. Übrigens, wenn du hier bist und Zweifel hast, stimmt das so mit Jesus? Beschäftige dich mal nur damit, was im Alten Testament alles vorausgesagt wurde auf Jesus hin und was sich erfüllt hat. Mit Details findest du da Sachen, wo wirklich jeder, der seinen Verstand auch nur einschaltet, sagt, das kann kein Zufall sein. Hier ist eine dieser Prophetien. Da heißt es in Jesaja 53, Abvers 11, von der Mühsal seiner Seele wird er Frucht sehen und sich sättigen. Was ist gemeint? Jesus, die Mühsal seiner Seele, der Druck, der auf ihm war, was im Kreuz gipfelte, die ganze Ablehnung gegen ihn, die Verleumdung, die Folter, was hat man ihm alles angetan? Den Unschuldigen zum Tode verurteilt. Die Mühsal seiner Seele bringt Frucht hervor. Wenn du hier heute bist und gläubig bist, dann bist du eins von diesen Früchtchen, die da hervorgebracht wurde. Und was ich so liebe, ist, er wird sich daran sättigen. Er guckt sich daran satt. Hast du dich schon mal satt geguckt?
so einen schönen Sonnenuntergang oder so. Es gibt viele Dinge da, wow, das ist schön. Ich schaue das an, meine Seele wird satt. Und das ist, was bei Jesus passiert. Wenn er sieht, dass dieser Kampf, den er gekämpft hat, diese Vision, die er hatte, sich erfüllt, dann sättigt er seine Seele. Und weil ich Jesus liebe, weil Jesus mich gerettet hat, möchte ich, dass Jesus sich ganz viel satt sehen kann. Und das ist mein tiefster innerer Antrieb, Jesus zu bekennen, meinen Nachbarn Jesus zu bezeugen, zu sagen, es gibt ihn wirklich. Er hat mein Leben verwandelt. Er hat mich frei gemacht von Abhängigkeiten. Er hat mich beziehungsfähig gemacht. Sonst kann man nicht 35 Jahre verheiratet sein. Jesus hat mich beziehungsfähig gemacht. Ich meine das ernst. Ich war dazu nicht von mir aus in der Lage. Da musste viel verwandelt werden und immer noch. Aber mit Jesus geht das. Und diese Leidenschaft habe ich. Und vielleicht kannst du das teilen. Du sagst, ich möchte, dass Jesus sich noch mehr sättigen kann an der Frucht seiner Leiden. Und wie geht das, indem wir Jesus bekannt machen? Bist du bereit, Jesus bekannt zu machen? Oh, ich habe nicht Theologie studiert, wie geht denn das? Nein, brauchst du nicht. Das Schöne ist doch, wir sollen Jesus bezeugen und es reicht doch schon. Bezeugen, wie geht denn das? Ja, du hast was erlebt und dann kannst du was bezeugen. Das ist alles, was zählt. Was braucht man, wenn was geklärt werden muss, was unklar ist? Braucht man Zeugen. Die sagen nur, was sie gesehen haben, was sie erlebt haben, was sie gehört haben. Lasst uns erzählen, was wir mit Jesus erlebt haben. Echte Menschen, echte Probleme, echter Jesus. Was war dein Problem und was hat Jesus gelöst? Sag das anderen Leuten. Erzähl nicht, du bist der, der immer alles kann. Das ist ja nicht die Wahrheit. Jesus ist der, der alles kann. Und der löst unsere Probleme. Und das sollen wir anderen sagen. Und das ist ein Schritt, dass wir Menschen zu Jesus führen, dass sie Jünger Jesu werden. Das ist der Hauptauftrag, den wir alle haben, nicht nur die Pastoren dieser Gemeinde. Alle haben diesen Auftrag. Und Jesus sättigt sich. Ist das nicht schön, wenn Jesus sich sättigen kann? Wenn er, wo er auf dem Thron ist und sieht, es hat sich alles gelohnt. Und da ist die Erika und die sagt gerade ihrer Nachbarin, dass Jesus lebt, weil sie hatte Krebs und Gott hat geheilt. Amen. Und da ist der Franz, der sagt, oh, meine Ehe, die war so in Schutt und Asche. Aber Jesus hat uns gesegnet, wir haben uns nicht scheiden lassen müssen. Und jetzt setz mal ein, was hast du mit Jesus erlebt? Und das muss nicht gewaltig sein, aber was du mit Jesus erlebt hast, echter Mensch, echtes Problem, echter Jesus, hast du den Mut, es mal deinem Nachbarn zu sagen? Ja. Deinem Arbeitskollegen? Das ist alles, was es braucht. Und dann hier ist so eine wunderbare Gemeinde und sagst, du kannst mal mitkommen zum Gottesdienst. Und dann sind die hier in dieser Anbetung und die verstehen nur Bahnhof. Aber da ist was. Was ist das? Das ist das Reich Gottes, das ist Jesus, das ist der Heilige Geist. Ich möchte das Lobpreisteam schon mal nach vorn bitten. Ich möchte noch beten und möchte euch einfach ermutigen, sei ein Jünger Jesu, okay? Vielleicht hast du gedacht, ich bin ein Gottesdienstbesucher. Nein, bist du nicht, du bist ein Jünger Jesu. Vielleicht hast du gedacht, ja, ich nenne mich Christ, ich bin ja auch getauft. Du bist ein Jünger Jesu. Du hast ein Mandat. Du hast einen Befehl des Höchsten. Mache zu Jüngern. Bist du dabei? Sei dabei. Mach mit. Bezeuge einfach, was Gott in deinem Leben getan hat. Das reicht. Wir müssen aufstehen in unserem Land. Diese Decke der Finsternis durchbrechen. Das tun wir jedes Mal, wenn wir den Auferstandenen bekennen. Er ist auferstanden. Und er kommt wieder. Und in der Zeit haben wir was zu tun. Amen? Amen? Amen. Dann lass uns doch aufstehen. Ich möchte noch beten. Und dann feiern wir weiter unseren Herrn. Herr Jesus, die Not ist groß in unserem Land. Herr Jesus, wir, die wir dich wirklich von Herz zu Herz kennen, wir sind noch wenige. Herr Jesus, manchmal ist so ein Widerstand
von der Regierung, von der Stadtverwaltung. Jesus, auch religiöser Widerstand in unserem Land. Falsche spirituelle Botschaften werden verkündigt. Aber es gibt nur einen Gott. Und es gibt nur einen Namen, in dem Rettung ist. Und das ist dein wunderbarer Name, Herr Jesus. Wir sind so dankbar, die wir dich kennen, dass du uns das Licht angemacht hast in unserem Herzen, dass du die neue Schöpfung gestartet hast, auch in uns. Wir sind dabei. Es wird ein gutes Ende geben. Wir erwarten dich, Jesus. Aber du wünschst dir, dass wir deine Jünger sind. Du wünschst dir, dass wir dich bezeugen, dass wir diesen Mut aufbringen. Herr, und die Resultate können wir doch dir überlassen. Wir müssen keine großen Zahlen liefern. Wir müssen nicht perfekt sein. Wir wollen einfach deine Jünger sein. Wir wollen sagen, Jesus hat das Problem gelöst. Jesus hat mir geholfen. Jesus hat mir die Angst genommen. Jesus hat mich heil gemacht. Jesus hat mich froh gemacht. Da ist Freude inmitten dieser kaputten Welt, weil wir dich sehen dürfen, Jesus. Weil wir in deinem Reich sind, Jesus. Weil da Strahlen der Freude sind, Jesus. So bitte hilf uns, füll uns mit deinem Geist. Und das bedeutet in erster Linie, dass wir mutig werden. Dass wir das mal hinter uns lassen, ob Leute uns dann ablehnen oder komisch finden. Ja, wir sind komisch für andere, ist doch egal. Jesus, wir wollen dich bekannt machen. Im Pforzheim, in Birkenfeld, in den ganzen Ortschaften hier. Wir erwarten, Jesus, dass du dann die Herzen überzeugst. Das müssen wir auch nicht machen. Das machst du durch deinen Geist. So, Herr, wir sind bereit. Lass uns deine Jünger sein. Dir folgen, verwandelt werden, mehr werden wie du und mutig sein und sagen, Jesus lebt und Jesus ist unsere Hoffnung. Amen.